Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming und Tamarin. Ja, dieses kleine Vögelchen hier, ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir es da wieder rausbekommen. Aber gut, dann müssen wir es zurücklassen. Es tut mir leid, kleines Vögelchen, aber du hast keine Chance mehr. Ja, leider. So, wir gucken jetzt weiter. Hier oben waren die anderen Vögelchen versteckt. Aber hier kommen wir auch nicht raus, ne? Nein. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich wieder zurück auf diese Ebene hier. Hier muss ich ja jetzt noch irgendwas tun. Gut, ich dachte eigentlich, das Spiel wäre so totally cute. Ja, ist es aber nicht. Wir rennen hier direkt mit Bewaffnung und allem drum und dran rum. Ah, steht dran, der Schalter öffnet sich nun Schnellfeuer. Dann wollen wir doch mal. Zack, auf ist er. Hätten wir eben wahrscheinlich auch schon haben können. Was soll's. Dadurch haben wir jetzt die Vögelchen noch gefunden, die wir ja retten sollen. Scheint ja auch eine nicht unwichtige Nebenaufgabe zu sein. Wer weiß, was wir dafür noch bekommen. Hell war der aus. Teilweise sind die sehr zäh hier, die Dinger. So, schätzen wir nochmal die Grafik gerade ein bisschen ein. Ich finde es nämlich gerade etwas, naja, ich will nicht sagen ruckelig, aber doch ein wenig nervös teilweise von der Steuerung her, die Optik. Macht aber nichts. Das ist ja kein AAA-Titel, der mit Millionen produziert wurde. Ja. Da kommen wieder unsere Käferchen. So Leute, erstmal danke, dass ihr in das Video reinschaut. Ja, das muss ich loswerden. Und ich wäre euch... jetzt muss ich aber schwer aufpassen, bevor ich hier weiter quatsch. Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und mal einen Daumen hoch da lasst für das Video. Das wäre echt cool von euch. Wenn ihr irgendwas zum Spiel sagen wollt, natürlich dürft ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Kommentare werden von mir grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen immer alle beantwortet. Puh, das hat Munition gekostet. Also wie gesagt, bitte Kanal abonnieren, ja, und Glöckchen anmachen, dann seht ihr auch immer, wenn die neuen Videos reinkommen, das heißt, wenn die nächste Folge von dem Spiel kommt, seid ihr natürlich sofort informiert. Oh, hier geht's weiter. Levelwechsel. Der hat doch... Oder habe ich das arme Vögelchen jetzt da platt gemacht gerade? Der Drecksack. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt erschossen habe. Es tut mir sogar leid. Nee, der hat auf das Vögelchen tatsächlich geschossen. Die müssen wir einsammeln, die müssen wir mitnehmen in Sicherheit. Wir können wahrscheinlich nicht alle retten, aber... was wir retten können, retten wir auch. Ja, bei dem weiß ich immer noch nicht, wie ich es da oben runterkriegen soll. Okay. Ah, wie gesagt, wo war ich? Beim Kanalabo, genau. Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ja, und euch die Videos auch länger anschaut. Ich mache ja jetzt extra kurze Let's Plays, damit das nicht so langwierig wird. Von wo ist wirklich hier beschossen? Ja, von da. Die können sich gut tarnen hier. In ihrer blauen Farbe. Ja, der Kanal ist noch jung, der Kanal ist klein und ich freue mich derzeit noch wirklich über jeden Einzelnen, ja. Ich sag mal, wenn du erstmal so eine 200.000, 300.000 Abos hast oder sowas oder eine Million oder mehr, ja. Dann merkst du ein oder zwei Abonnenten gar nicht mehr wirklich. Dann guckst du hier in den Analysen mal auf die Kurve drauf und siehst, ah ja, da ist ein bisschen was weggegangen, da ist ein bisschen was mehr gekommen. Aber ich bin tatsächlich noch so einer, ja, ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen von euch, der hier zuguckt. Und ich freue mich auch über alle Kommentare und sowas, ja. Deshalb habe ich ja schon jetzt die neue Kategorie Frankworten eingeführt, ja. Vor Videos werde ich dann auf Kommentare, Wünsche, Fragen, Anregungen eingehen, wenn es denn sein muss oder angebracht ist. Ja. Also wenn nur einer schreibt so von wegen, ja, hab das Video geguckt, war ganz nett, kauf mir das Spiel, dann werde ich da natürlich nicht drauf eingehen. Aber
Wenn jetzt einer sagt, so, ja, hier, hör mal, wie sieht das aus? Hättest du da nicht nochmal das machen können oder jenes? Oder dann werde ich das natürlich auch beantworten. Ja, ich möchte halt hier eine aktive Community und das ist auch mein Ziel. Ich will hier nicht einer der weltgrößten YouTuber werden, ja. Ich meine, ich beschwere mich nicht, wenn es so ist, aber es ist definitiv nicht mein Wunsch, hier irgendwie reich zu werden oder berühmt oder sonst irgendwie was. Ja, ich mache jeden Scheiß mit, aber ich möchte einfach nur eine aktive Community und ich möchte hier ein bisschen Spaß haben. Und genau darum mache ich das Ganze. Ich mache das für euch, nicht für mich. Aber für mich ist es natürlich kein Problem, euch hier dran teilhaben zu lassen, ne, an den Videos. Das ist für mich die kleinste Aufgabe. Oh, da ist wieder unser Händler. Du hast es an der fiesen Ameisenarmee vorbeigeschafft. Vor uns liegt der Fräner-Gipfel. Ein friedlicher Berg. Du musst in diese Höhle klettern, um dorthin zu gelangen. Ginge das nicht leichter, wenn dich diese schweren Waffen nicht belasten würde? Kein Frosch in Sicht. Aber ein springender Tamarin, das wäre ein schöner Anblick. Oh, bitte tu mir den Gefallen. Soll ich auf deine Waffen aufpassen, damit du besser in dieser Höhle klettern kannst? Ja, mach mal. Kannst jederzeit bei mir abholen, wenn wir an gefährliche Orte kommen. Soll ich dir erklären, wie du den Berg besteigen kannst? Ja, dann mach das mal, Freundchen. Siehst du diese Felskante? Um dorthin zu gelangen, positioniere dich auf der gegenüberliegenden Felskante und halte L2 gedrückt und dann X. Also im Prinzip, als wollte ich was fangen. Also hätte ich das eigentlich auch probieren können mit den Vögeln, ne? Ja, jetzt bin ich runtergefallen, okay. Aber es hätte ja tatsächlich sein können, dass wir damit die Vogelkäfige aufgekriegt hätten. Ja, hier geht's nicht mehr weiter jetzt, ne? Nee. Oh, jetzt Mist. Jetzt bin ich runtergeplumpst. Kommen wir da nicht trotzdem hoch? Na? Nee, die Entwickler haben es tatsächlich gerade so programmiert, dass es gerade ganz knapp nicht geht. Naja. Ja, ist halt blöd gelaufen von mir. Und wieder hüpf. Und jetzt wieder da oben rein. Jetzt darüber hüpfen und alles ist gut. Und wetten, jetzt kommen Gegner. Wetten, jetzt kommen Gegner. Leute, ich hab's im Urin. Da könnte doch etwas friedlicher sein. Ich sehe jetzt noch keine Gegner hier rumlaufen, aber ich bin da immer skeptisch in solchen Sachen. Gibst du einmal deine Waffen ab, ist es normal vorbei. Du hast eine Erinnerung gefunden. Schön, kann ich mich erinnern, an was auch immer. Hier kann ich jetzt Beeren sammeln, okay. Ja, die Käfer sind böse. Käfer sind alle böse scheinbar, okay. Das eine Käfermarke. Oh, da muss ich aber dann schnell hin, so wie es aussieht. Wie komme ich denn da schnell hin? Ja, so, okay, verstanden. Ja, ich sage ja, ich habe was von einem Puzzlespiel gelesen und hier kommen jetzt auch langsam die Puzzle-Einlagen. Das hatte ich ja in der ersten Folge schon erwähnt. Als wir da die schweren Waffen gekriegt haben, habe ich mich schon ein bisschen gefragt, was ich da bisher von dem Spiel gehört habe. Ja? Ob ich da irgendwie die Hälfte falsch verstanden habe oder was? So, das Ding habe ich gesammelt. Oh, da kommt wieder eins von diesen Käferchen.
Und hier gibt's auch irgendwas, das ich sammeln kann, aber das sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. So, schauen wir erstmal, ob hier irgendwo einer von den Hügeln ist. Ah, hier kann ich Vögelchen platzieren, okay. Wir haben ja genug gesammelt. Das sieht aus, als würde es wehtun. Ja, dafür kriege ich dann diese Käfer freigeschaltet. Na, ist aber schön, dass sie es nicht mit Schlüsseln oder sowas gemacht haben. Ich finde es so tatsächlich attraktiver. Ja. Weil diese Welt sieht ja auch nicht aus wie eine Welt, in der wir mit Waffen rumrennen. Ne? Das war schon sehr unnatürlich jetzt im ersten Teil. Ja, plötzlich bewaffnet zu werden. Als kleines, hüpfendes, niedliches Ding. Oh, wir können schwimmen. Ah, da kommen wir aber nicht hin. Ich habe es mir fast gedacht. Ich hätte jetzt aber auch erwartet, dass da eventuell irgendwie Geheimnisse verborgen sind. Nee, lass mich doch in Ruhe. Das tut doch aua. Ja, Schlange. Ich lande nicht direkt im Wasser. Schlimm. Die sieht nicht so aus, als wenn sie gerade freundlich gesinnt wäre. Hier kann ich nicht raus, aber hier scheint eine Höhle zu sein. Da kann ich aber auch nur reinfallen, okay. Das kostet mich aber irgendwie Energie oder Leben oder sowas da oben jetzt gerade. Das ist uncool. Das will man natürlich jetzt nicht. Also ich kann schwimmen, aber scheinbar nicht unbegrenzt. So, hier hochspringen kann ich, aber da habe ich nichts von. Ah, doch, habe ich schon was von. Ich sehe nämlich, dass es da hinten weitergeht. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu wissen. Da hinten stehen wieder diese schweren Typen. Also da könnte ich dann doch langsam meine Waffen wieder gebrauchen, ne? Hab ich denn irgendwo einen Hügel übersehen? Da hätte ich jetzt... Ja, gut. Den müssen wir mal gerade gewähren lassen da hinten. So, das war nämlich so, wieder mit L2 springen. Genau. Und hier sitzt auch die Schlange. Die haut uns doch garantiert da runter. Ah, wir können aber dran vorbeispringen, okay. Uff, da ist der Kerl. Gib mir meine Waffen zurück, Freundchen. Ich hab dich schon erwartet, hilfloses kleines Tierchen. Nein, 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 du bist du gar nicht. Ich kann dir sagen, ich habe mich schon lange nach roten Beeren gesehen. Es wird eine lange Reise werden. Du könntest mir nicht zufällig welche besorgen? Kleine rote Johannisbeeren? Nur ein paar rote Johannisbeeren und wir können weiter, einverstanden? Ja, ja, das sind 20 Stück. Und jetzt haben wir das Sprungbrett aktiviert. Springen mit X drauf, um an hochgelegene Orte zu gelangen. Okay, weiter zur nächsten Mission. Die verlassenen Ruinen da drüben. Wenn du wirklich denkst, dass sie verlassen sind, denk lieber nochmal nach. Unter der Erde dort haben die Insekten früher gelebt. Von unten heraufkriechend hat sich das Insektenkönigreich stetig ausgedehnt und sehnt sich immer noch nach mehr. Ohne Rücksicht auf andere Lebewesen konsumierten, eroberten und beherrschten sie alles und begannen schöne Orte und Tiere auszulöschen. Wir können nicht zulassen, dass uns das auch passiert, nicht wahr? Ja, dann gib mir meine Waffen zurück. Aber bei meinen Stacheln, ich bekomme kalte Füße. Was machen die denn da? Vielleicht können die Glühwürmchen dir einen sicheren Weg in die geheime Welt der Insekten zeigen. Sie sind so geheimnisvoll und erhellend. Sind sie nicht auch Insekten? Das frage ich mich. Also geh und schau dich in den Ruinen um. Wir treffen uns dort wieder. Tschüss. Super.
Aber ich will meine Waffen haben. Hey, das ist gemein. Ich will meine Waffen haben. Er hat doch gesagt, ich kann mir meine Waffen wieder bei ihm abholen. Also gib mir meine Waffen, Freundchen. Ich finde das echt uncool, sowas. Da liegt ein bisschen Lebensenergie. Ein paar Sprungrätsel und eine dicke Johannisbeere. Aber wirklich was davon haben, tun wir jetzt nicht. Super. Das enttäuscht mich jetzt irgendwo, dass ich gleich Gegner bekämpfen soll und keine Waffen habe. Ich meine, habt ihr irgendwas gesehen? Habe ich den irgendwo übersehen? Ich springe hier nochmal runter und gucke nochmal hier hinten. Das kann doch nicht sein. Er hat doch gesagt, wir können die Waffen wieder abholen. Also muss er doch hier auch irgendwo die Waffen haben. Ich meine, ich hätte den Hügel eben irgendwo gesehen. Oder muss ich jetzt zurücklaufen und bei dem Kerl die Waffen da unten wiederholen? Erstmal können wir auf jeden Fall die Sprungbrettgeschichte hier an der Ecke mitnehmen. Dadurch gelangen wir auch wieder in einen geheimen Bereich. Gut, den im ersten Level haben wir jetzt nicht mitgenommen, aber hier schauen wir jetzt mal rein. Okay, hier ist auf jeden Fall auch ein Sprungbrett. Ich habe schon gerade gedacht, hier kommen wir nicht mehr raus. Wenn wir einmal hier gelandet sind. Na gut, gehen wir erstmal hier rum. Hier war nämlich irgendwas. Hab ich gerade eben im Augenwinkel gesehen. Ach, das ist die Tür. Wir sind wieder am Anfang vom Spiel. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da wieder zurückgehen können. Aber dann ist das ja hier der Gang im Prinzip. Dann haben wir den jetzt auch ausgekundschaftet. So, da muss ich jetzt gucken, wo der Vogel mit den Waffen ist. Ja. Das ist mir jetzt gerade egal. Ach, dann kann ich tatsächlich nicht mehr springen. Ah. Ja, ist ja, behalt die Waffen. Das ist blöd. Das ist jetzt echt kacke, Leute. Also das finde ich doof. So oder so sind und bleiben wir unbewaffnet. Wieso liegen jetzt hier neue von den roten Dingern rum? Von den Käfermünzen? Das ist aber ein bisschen seltsam, dass die respawnen im Prinzip. Nein, ich hab's schon wieder getan, verdammt. Genau wie beim ersten Mal. Ach, sei es drum, Leute. Ich spring jetzt da hoch, das müsst ihr euch nicht angucken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit Tamarin wieder. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool bis jetzt. Wir schauen uns noch was weiter an. Und ihr dürft in der Zwischenzeit natürlich liebend gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ich bin noch ein ganz, ganz neuer, kleiner Kanal. Ja, ich bin erst seit etwas mehr wie einem Monat hier live. Und ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert. Ja, ich finde das echt cool von euch, dass ihr mich teilweise echt so unterstützt. Gut, denkt dran, das kleine Glöckchen anzumachen, damit ihr immer erfahrt, wann es weitergeht mit den Videos. Ja. Jedes Upload bekommt ihr dann nämlich mitgeteilt. Und ja, ihr dürft natürlich auch gerne mal einen netten Kommentar hinterlassen. So, aber jetzt wirklich bis zur nächsten Folge. Ich bin raus, euer Big Frank. Ciao, ciao.